Ja, Freund, ich weiß, es sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus, weil das Motorrad an der Decke hängt und auf dem Mülleimer steht. Aber es geht im Moment nicht anders, weil ich wollte den Motor nicht nochmal von der Hebebühne runter tun. Und deshalb habe ich es jetzt halt mal so gelöst. Ist ja leicht, ist ja nichts dran mehr. Ja, aber ich habe noch ein bisschen was gemacht. Ich habe die Kette gerade abgetrennt. Das habt ihr schon oft genug gesehen, wie das geht. Und der Sten hat eine neue Kette bestellt. Deshalb habe ich die alte abgemacht. Da habe ich gerade gesehen, dass die Kettengleitschiene fürchterlich durchgenudelt ist. Schauen wir uns gleich an. Und ja, ich habe den Ständer abgemacht, den zeige ich euch gleich mal. Den habe ich im Prinzip nur abgemacht, um sauber zu machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist letztendlich die Vorbereitung für den Motoreinbau. Und ja, so ist es. Willkommen bei Sams Channel. Ja, hier liegt der alte verdellerte Kühler. Ein neuer ist im Zulauf, sogar ganz neu, soviel ich weiß. Ist sicherlich ein Nachbau aus dem Zubehör, aber es ist ja kein Problem. Ich denke, er passt, er sieht gut aus, zumindest auf den Bildern. Dann kriegen wir auch einen komplett neuen Schlauch- und Rohrsatz gebraucht, allerdings hoffentlich nicht verdellert wie der alte. Das ist der Ständer, den habe ich nur abgeschraubt, um ihn sauber zu machen, weil hier hängt halt noch das ganze Kettenfett drin. Und das sind nur diese zwei Schrauben gewesen am Rahmen. Und hier saß der Schalter noch dran, der war so fest. Also auch ganz einfach. Und das mache ich jetzt schön sauber. Der Ständer darf auch gerne mal geschmiert werden, wie man sieht. Mache ich dann auch gleich. Ja, that's it. Der Ständer war hier an dieser Stelle festgeschraubt. Deshalb, wie gesagt, wollte ich mal sauber machen. Deshalb habe ich ihn abgemacht. Ich mache jetzt nochmal das Schutzblech gerade ab. Hier hat der Sten sich so eine für die GoPro so eine kleine Leitung hierhin verlegt. Die ist teilweise hier am Schutzblech eingeklammert. Deshalb nehme ich die jetzt mal raus und verbringe die woanders. Ist einfach ein USB-Kabel. Dann haben wir hier eine 10 und hier eine 10. Und hier noch ein Kreuzschlitz. Ist sogar zweigeteilt. Ah, okay. Oh ja, das ist mal nötig. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das zweigeteilt ist. Hier ist noch eine Verkleidungsniete irgendwie drin. Weiß gar nicht, wie die rausgeht. Brauche ich vielleicht nochmal einen Kreuzschlitz. Habe ich schon wieder weggeräumt. Unter Zuhilfenahme von abbrechenden Fingernägeln, wie immer. Bei solchen komischen Clips. Man hätte ja auch einfach noch eine Schraube reinmachen können, aber es wäre zu einfach gewesen. Okay, ich kann jetzt gar nicht gut sehen, wie und ob überhaupt die Kettengleitschiene irgendwie festgemacht ist. Schraube drin sein. Oh ja, hier ist tatsächlich eine Schraube unter dem Trick. Oh, je, je. Jetzt verkantet es mein Schraubenzieher da oben und es geht nicht weiter. Jetzt muss ich es wieder reindrehen. Ich fasse es nicht. Ah, so. Genau, dieses winzige Teilchen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das alles war. Oder ob da unten vielleicht auch noch eine ist. Auf der Unterseite ist wahrscheinlich an der gleichen Stelle auch noch eine. Genau. Also an der gleichen Stelle unten ist auch noch eine. Hier mal zeigen, wie das Ding aussieht. Oh, die hat ein paar Lücken, oder? Kann das sein? Hallo, hier wo die Hand leuchtet. Ja, da hat es natürlich die Schwinge angeschliffen. Das war die Kette. Das hätte man ein bisschen vorher vielleicht tauschen sollen, aber na gut, jetzt haben wir es ja gesehen. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich nehme das auch gerade mal weg, wird ja gerade nicht gebraucht. Geht so. Mal ein bisschen fetten, wenigstens. Ja, ich bin gerade dabei, alles sauber zu machen, was ich bisher noch nicht sauber gemacht hatte. Eigentlich Asche über mein Haupt, aber ich hatte halt beliebig viele andere Dinge noch zu tun. Und zumal war ja gar nicht klar, ob dieses Motorrad überhaupt fertig gebaut wird. Ich habe es euch ja erzählt. Deshalb
habe ich so diverse Arbeiten einfach noch nicht gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen ins Hintertreffen und muss das alles noch in Ordnung bringen. Vor der Hochzeit, weil zur Hochzeit muss ja alles schön aussehen. Ja, Schraubenputzen gehört auch dazu, so ist das eben. Man kriegt es nicht ganz weg, aber fast. Nichts gegen Schraubensicherung, oder vielleicht doch? Geht immer noch relativ schwer, obwohl das Gros der Schraubensicherung schon raus ist. Aber das langt jetzt. No way. Ah, zum Glück. Ich hatte echt schon große Befürchtungen, dass es möglicherweise gar nicht aufgeht. Da sitzt ein Zimmerring drin. Eigentlich ganz nett gemacht, das müsste ich halt nur noch vernünftig gut drehen, aber das macht's genau nicht. Das ist furztrocken und zerrieben. Dass dieses Motorrad überhaupt noch geschaltet hat, ist fast ein Wunder. M10 mal 1,25, da habe ich schon wieder Glück gehabt. Muss man bergmännisch abbauen, dieses Zeug hier. 1 Kilo fällt jetzt auf den Fußboden, weil ich meinen Mülleimer gerade als Motorradständer fürs Vorderrad brauche. Man darf es keinem erzählen. Erzähl's einfach nicht weiter. Tja, jetzt müsst ihr mir schon wieder vornehmlich beim Putzen zugucken, statt dass wir Hochzeit feiern. Ihr seht, ich habe einen neuen Putzpinsel. Ich habe mal bei einem investiert, aber er ist scheiße. Er verliert ständig Haare. Und es sieht nach kürzester Zeit so aus, wie alle Pinsel nach kürzester Zeit aussehen. Aber der alte ist jetzt weg.
Ja, leider habe ich keine passenden Zimmerringe da, aber manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. So ist es eben. Oh. Ah, oh, die sind hart. Die kann man irgendwann nochmal austauschen. Was steht da drauf? SR 18243NR. Okay, 1824 und 3 tief. Gut. Mal irgendwann welche besorgen vielleicht, Stan. Mal diesen Stein hart. Aber die kann man irgendwann austauschen. Beim nächsten Service kein Problem. Vielleicht bekommen wir ja noch welche rein, während ich hier am Basteln bin. Dann tausche ich sie noch aus. However, das geht wieder. Das war schlecht. Das war einfach schlecht. Stimmt, das war schlecht. Flach, flach. Das langt. Da muss nichts kiloweise. Alter. Das wäre ja beinahe ins Höschen gegangen. Ey. Gut. Sprühfett hat den großen Vorteil, dass es überall reinkommt und man sehr gut die Überstände und den Rest abwischen kann. Das heißt, man hat keine Schmiererei, wenig Schmiererei und hat trotzdem die Reibflächen geschmiert. Das ist ganz gut, glaube ich. Alles cool. Auch ganz nett, wie es die Schrauben, oder zumindest die eine Schraube, von der Kettenkleidschiene abgeschliffen hat. Aber ist ja klar. Das hier ist geklebt. Das habe ich jetzt alles sauber gemacht. Jetzt wird dieses Blech hier wieder eingelegt. Es ist ein Schwingungs- und Geräuschdämpfungssystem für die Kette. Der Ritzelkasten. So, das sieht relativ gut aus.
Hier unten sieht es auch gut genug aus. Mehr geht im Moment nicht. Es wird halt eine Hochzeit in Jeans und Rollkragenpulli, aber ich hätte es genauso gemacht. Aber heute nicht mehr. Die beiden sollen sich noch ein bisschen aneinander gewöhnen und dann gibt's Hochzeit. So, ich habe mal gerade rausgesucht, was ich so brauche. Außerdem habe ich den Motor nochmal festgebunden mit einem Spanngurt. Einfach so quer übers Kreuz quasi. Auch wenn der Stan gebeten hat, mir helfen zu dürfen bei der OP, was er natürlich darf, muss es ja trotzdem nicht sein, dass er instabil ist. So, dann haben wir hier eine lange Schraube, die kommt unten rein. Oder ein langer Bolzen, das ist der hier, der kommt unten rein. Der hat die Mutter in diese Richtung und wir haben einen etwas kürzeren Bolzen, der kommt hier rein, wo ich gerade die Buchsen eingesetzt habe. Der hat einen etwas, der kommt mit der Schraube in diese Richtung, genau. So ist es, genau. Und dann hat der hier oben noch so einen davor. Dann haben wir noch diese Bolzen. Drei lange für diese Spielausgleich und einen kurzen, der direkt eingeschraubt wird. Und Mutter natürlich. Die kann man schon mal reinstecken, glaube ich. Da kommt eine hier rein. Eine hier rein, eine hier vorne rein. An die gleiche Stelle hier oben am Kopf. Also im Prinzip hier, das ist von hinten, hier sitzt der Kettenspanner zur Orientierung. Und hier vorne habe ich die beiden Muttern auch eingelegt, jetzt hier und hätte ich vielleicht mal nicht tun sollen, hier auch. Hatte wenig Sinn, die fallen raus, okay. Klar, der Zylinder ist leicht nach vorne geneigt, darum fallen die natürlich raus, aber ich denke, ich kann die auch einlegen, wenn der Motor eingebaut ist. Nach hinten wusste ich nicht, ob ich noch gut rankomme. Ich mache das ja auch zum ersten Mal, dass ich so einen Motor einbaue. Und dann kommen hier die langen Bolzen rein, wo dieses Spielausgleich zum Gehäuse ist, also zum Aluminiumrahmen. Und hier gibt es eine einzige Stelle, genau, da kommt die kurze rein. Da haben wir eine Stelle, wo dieser Spielausgleich nicht stattfindet. Wozu ist das gut? Ja, wozu ist das gut? Das ist eine Kontermutter und das ist eine Imbusschraube im Prinzip, die ist hohl. Da passen diese Bolzen durch, die ich euch gerade gezeigt habe. Und hier auf der Innenseite sitzt ein Stempel dran. Dieser Stempel drückt gegen den Motor an diesen Ohren. Das ist also der Stempel, den ich da gerade etwas rausgedreht habe. Ich drehe ihn gleich wieder rein, damit ich mehr Platz habe. Und dieser Stempel drückt, ihr habt es ja beim Zerlegen gesehen, außen hier auf genau diesen Punkt von außen drauf und das auf beiden Seiten. Das passiert an mehreren Stellen, bei fast allen Stellen außer einer. Und das hat also den Sinn, weil das ein Aluminiumrahmen ist und Aluminium, ja, verformt sich nicht so gerne, wie der Stahl tut. Bei einem Stahlrahmen, da wird er einfach zusammengezogen, der bleibt dann leicht unter Spannung und man zieht das zusammen und macht die Schrauben fest und dann ist es okay. Aber ein Aluminiumrahmen kann brechen. Und deshalb macht man das nicht. Man fährt also diese Stempel dann raus, sodass sie gegen den Motor anliegen und dann macht man die Schraube drauf und oder die Schraube durch den Bolzen und macht das dann fest. Und das Ganze hat also den Sinn, dass diese Rahmenkonstruktion, dieses Oval, dieses offene Oval nicht unter Spannung steht, wenn der Motor festgeschraubt wird. Wie gesagt, im Stahlrahmen ist sowas egal, aber im Aluminiumrahmen ist sowas nicht egal. Wenn der dann zusammengedrückt werden würde durch den Vorgang des Einschraubens des Motors, dann wäre das dem Aluminium eben nicht egal. Das mag das nicht und deshalb hat man das so gelöst bei Kawasaki und bei diesem Motorrad und wahrscheinlich bei vielen, vielen anderen auch. Aber ich mache halt nicht so oft Supersportler, genau genommen fast nie. Und deshalb habe ich das auch noch nie gesehen. Aber wozu das gut ist, ist eigentlich völlig logisch. Aber ich bin da auch nicht ganz selbst drauf gekommen, sondern beim Zerlegen
beim Zerlegungsvideo in den Kommentaren hat mir das ein Zuschauer erklärt, wofür das gut ist, und es ist mir völlig einleuchtend. Ja, und an dieser einen Stelle haben wir dieses Klemmsystem mit Verbiegevermeidung nicht. Möglicherweise liegt das daran, weil es sonst ein überbestimmtes System wäre. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Müsste ich mir überlegen. Naja, muss ich mir nicht überlegen. Ich mache es einfach so, wie es war. Am Motor entspricht das dieser Stelle. Ja, Freitagnachmittag. Eigentlich wollte Stan gleich kommen und wir wollten zusammen die Hochzeit zwischen Motor und Motorrad jetzt feiern. Stan wollte unbedingt dabei sein, aber dann kam Omikron, gute Besserung. Na gut, aber Willi kommt gleich und Willi hilft mir und wir machen das dann zusammen. Schauen wir mal. Hallo Willi, herzlich willkommen bei Sam's Channel. Ja, so, hier ist also das Ganze. Ich habe noch eine GoPro am Motorrad festgemacht. Ich wollte mal wieder die GoPro benutzen, nachdem ich sie eigentlich nur ein einziges Mal benutzt habe, nachdem ich es gekauft habe, weil das Ding ist einfach Mist für mich. Egal, wo man das Ding anfasst, sie macht irgendwas, sie öffnet irgendein Menü, sie startet ihr die Aufnahme oder stoppt die Aufnahme oder sonst irgendwas. Man kann das Ding eigentlich nicht berühren, ohne dass sie irgendwas tut. Das macht mich wahnsinnig. Also wahrscheinlich werde ich es wieder abgeben, aber ich weiß es nicht. Ich gebe ihr nochmal die kleine Chance. Aber ich glaube, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Habe ich jetzt auf intern ein Mikrofon, damit man den Video auch hören kann? Im Zweifelsfall, wenn er was sagt. Okay, wie hast du das gedacht? Jetzt starte ich noch die Aufnahme bei der GoPro, ist gedacht. Also pass auf. Ja. Wir haben die etwas längere Schraube, die kommt von unten, die kommt unten rein, durch dieses Loch. Okay. Und die kommt von der Seite rein, also erst der Kopf hier und die, das Ding hier. Da haben wir eine etwas kürzere Schraube, die kommt mit diesem Ding zusammen hier oben rein, genau. Hier habe ich schon diese Dinger rein. Mhm. Dann kommen hier, wo ich diese Modelle reingelegt habe, diese kleinen Schrauben. Aber da gibt es zwei verschiedene wieder. Ja, da gibt es zwei verschiedene. Da gibt es eine kurze und diese eine kurze kommt dahin, wo dieser Verstellmechanismus nicht vorhanden ist. Wir haben also an einem Punkt keinen Verstellmechanismus. So. Den Motor habe ich nochmal festgeschnallt. Okay. Ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber wollte ich halt. Und wir legen die dann auf den Motor und lassen sie langsam runter. Ja, und das, okay. Und das Gemeine bei der Geschichte ist, darum habe ich es auch so schwer abbekommen, ist, dass dieses untere Loch ist im Prinzip so eine Art Haken. Das kommt also von da hinten. Man muss ich sehe es, der Halter ist etwas tiefer. Genau, man muss also das so einschwenken in irgendeiner Form und das wollte ich halt alleine als komplettes Motorrad nicht machen. Ja, klar. Aber wir versuchen es einfach. Genau. Das heißt, ich... Okay, ich hab... So, einfach... Wir sind hier fast oben, wir müssen den Tisch jetzt runterfahren. Okay, hast du? Ja, ich hab's. Wir fahren den Tisch relativ tief, sodass das ungefähr passen könnte. Fast komplett runter. Ja, muss fast komplett runter. So. Okay, ich hab. Wir müssen noch ein Stück höher. Okay. Bist du vielleicht mal auf die andere Seite? Ja, bin da. So, vorsichtig. So. Jetzt sind wir drüber. Und jetzt fahren wir ein Stück zurück. So. Ein Stück zurück. Ja. Okay. Langsam. Okay. Ja, wir müssen noch ungefähr 10 cm, wie es aussieht. Das ist gut. Wir berühren noch nichts groß. Ja. Warte. Aber das wollen wir nicht, das können wir nicht irgendwie wegbewegen. Wir haben sich die Schläuche verklemmt vom Per-System. Hätte ich seitlich machen sollen. Okay, so müsste es gehen. Okay, jetzt wird alles frei. Okay. Das heißt, wir fehlen uns jetzt nur noch 5 cm, richtig? Ja, ich habe Platz. Okay. Stopp. Jetzt liege ich hier auf. Okay. Jetzt müssen wir die so drehen, dass wir da in den Halter reinkommen, wie war das? Genau. Ich gehe mal hier ein bisschen. Ich ziehe die Fahne mal ein bisschen hoch. Ein klein bisschen hoch. Ganz bisschen. Ja. Ach, wir hängen am Holz hier fest. Scheiße. Echt? Ja, die Umlenkung hängt am Holz fest. Wir kommen mit der Umlenkung nicht am Holz vorbei.
Oh. Deswegen stehen wir jetzt ein bisschen schief. Das heißt, wir müssen das Holz wegtun? Das Holz muss ein Stück weit hervor. Weil oh, guck mal, siehst du es ja. Hier? Ja, ich sehe es. Dann kriegen wir den Rahmen so ein bisschen schräg und ein Stück nach vorne, dass die Achse reinpasst. Okay, pass auf. Ich mache den Motor mal ein Stückchen runter. Okay. Ja, das Holz ist jetzt frei. Ich schiebe das Holz ein bisschen vor. Okay. So, okay. Jetzt haben wir keinen Problem mehr. Jetzt spanne ich es wieder. Ja. Okay. Na komm. Ach, warte, hier ist es. Okay, stopp. So, ein Stück runter. Minimalst. Ein Stück runter mit dem Rahmen? Ja, ein ganz bisschen, dass wir mit den Löchern übereinstimmen. Ich mache das hier mit der Hebebühne jetzt mal. Okay. Warte. Okay, noch ein Stück jetzt den Motor ein Stückchen hoch jetzt. Mit der Bühne am besten, oder? Ja, ja. Ja. Na komm. Es müsste eigentlich gehen hier. Also. Ja, also ich bin noch nicht ganz gleich. Wir müssen ein Stückchen nach vorne machen mit dem Rad. Ja, so passt. Okay, die lange, Moment, das war die hier. So, die ja, war ich ja kann so. Durch Loch auch schon durchgucken. Das war die mit dem Versteller, die lang, diese hier. Die lange kommt nach unten und kommt. Okay. Nee, das ist die Kürze, die du jetzt hast. Die lange kommt nach unten und muss so durch. Die muss von meiner Seite. Okay. Warte, ich guck mal, dass es so ein bisschen passt. Oh, wir sind jetzt abgehauen. Ja. Wir fluchten nicht mehr mit dem Loch. Ja, warte, ich mach mal das obere, guck mal, dass das obere durchkriegt. Ja. Na komm. Ja, ist so durch. Die Hülse. Die Hülse, genau. An der Benzinpumpe vorbei. Hier, die ist links und rechts gleich, die Hülse, okay. Das ist nicht unterschiedlich. Na, abgehauen. Wo ist der hin? Da. Einmal abgehauen. Okay, ich hab. Okay. Hast du? Ja. Okay. Ich mach mal. Ja. Gerade die Mutter leicht drauf. Okay. Ist das 12? Ist das 12? 14 würde ich sagen. 14. Nur damit sie nicht mehr weg kann. Ja. Okay. Gut. Jetzt so, jetzt. Hier unten müssen wir diesen Motor und Rahmen so ein bisschen bewegen, dass die übereinstimmen. Genau. Jetzt müssen wir im Prinzip mit dem Vorderrad ein bisschen hoch, glaube ich. Ja. So. Okay. Ja, prima, ist mit durch. Okay, ist durch. So, also die vorderen. Kommen da auch Hülsen zwischen, weil hier Abstand ist? Nein, das ist dieser Versteller. Das ist der Verstellmechanismus. Okay. Es gibt nur einen ohne diese Hülse, den wollte ich jetzt reinmachen. Das ist, okay. Das ist hier an dieser Stelle. Genau, hier habe ich nämlich schon die Mutter. Hier habe ich auch so einen Versteller. Hier habe ich die Mutter nämlich. Ja, hier ist auch ein Versteller. Okay. Das ist auch die von der längeren, ist das eine. Ja, das ist die einzige kurze, die ich hier habe. Die kurze ist hier. Das ist jetzt 12. Ja, die sind kleiner. Die Muttern liegen hier irgendwie. Die musst du noch einlegen, weil vorne konnte ich sie nicht vorher reinlegen, weil die rausfallen, weil das nach vorne geköpft ist. Wir müssen den Rahmen ein klein bisschen hoch, weil hier vorne überstimmen wir die Löcher nicht überein. Also hier will es noch nicht. Das heißt, wir müssen mit der Hebebühne ein Stückchen runter. Guck, siehst du das? Ja, ja. Ich würde sagen, die Hebebühne ein Stück runter. Okay, jetzt. Ah, jetzt. Ja. Okay, ich bin hier durch. Okay, die Mutter ist da. Ist das die? Genau.
Okay, alle drin. Alle drin. Nächste Woche habe ich vielleicht ein Auto, was du gut kennst. A8, erste Generation. Ja? 4.2er V8. Ah, die A8 erste Generation war schön. Umbau auf von 4.2er V8. Ja. Hat er bei Audi einen 5-Liter V8 mit Motor, Motorkabelbaum, Getriebe, alles angepasst gekauft, kaufen können. Und das werden wir umbauen. Also einmal... Meiner war Silber damals. Also einmal Achskörper, einmal ablassen bitte. Das macht bestimmt Spaß, ja. Ja, ich baue die Front ab. Ja, ja. Du musst sie nicht abbauen, damit ich finde es einfacher, wenn du die abgebaut hast. Ja, ja. Das machen wir mal. Jetzt ist ja alles fest jetzt. Genau, alle Schrauben sind durch. Jetzt mache ich mal die Motorhalterung hier wieder fest. Dass der sich setzt, das ist der Motor. Genau, gut gesetzt hat er sich ja wohl. Machen wir den Haken auf der anderen Seite gerade raus. Achso, kann ich rausziehen? Nein, nein. Oder willst du? Achso, du komm doch da durch. Hier, ja, ich hoffe. Hier ist der große Wickel, hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Das muss schon, ich bin ja so auch durchgekommen. So, okay. Genau. Das sieht gut aus. Okay. Ach, das waren die Automatikdinger, genau. Da war was. Ja, das war die Hochzeit. Wir haben es geschafft. Das war ganz gut. Und die Schrauben sind alle drin. Ging einfach. Also alleine hätte ich es nicht machen wollen, muss ich sagen. Also wäre zwar vielleicht auch irgendwie gegangen, aber muss ja nicht sein. Ja, Wedi, dann besten Dank auch im Namen von Stan für die Hilfe. Schöne Grüße an die Katha. Ja, und dann kannst du ja mit der Kamera weitergehen. Schöne Grüße an Luis. Bis dann. Ja, wir haben fast nicht gearbeitet, fast nur geschwätzt, aber wenigstens die Hochzeit haben wir hingekriegt. Ja, als nächstes werde ich das Hinterrad ausbauen und das Kettenrad wechseln. Und dann habe ich beim Schieben dieses Fahrgestells schon festgestellt, beim Schieben und Bremsen und Schieben und Bremsen, dass es beim Bremsen immer klack, 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 klack gemacht hat. Und jetzt habe ich es mit dem Willi zusammen nochmal genau ausprobiert, das heißt... Willi hat hier seinen Finger hingelegt an diese Stelle, also da an den Lenkkopf quasi, wo der Lenkschaft im Rahmen sitzt. Und ich habe also hier vorne ein bisschen gezogen, so wie ich das jetzt auch mal kurz simuliere. Und man spürt also ziemlich eindeutig, wie der ganze Lenkkopf da am Wackeln ist. Das Lenkkopflager ist also locker. Vielleicht nicht kaputt, aber zumindest locker. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber das machen wir demnächst bei Zams Channel. Jetzt zeige ich euch erstmal dieses Video.